Schwierigste ist, Bach in der Mitte zu stoppen, sagen wir, weil es ist eine Musik, die so wie ein Fluss. Vom Anfang bis Ende, wenn man ein Werk anfängt zu spielen, hat man schon das ganze Werk ins Körper. Und das sieht man sogar in seiner Schreibweise. Also es ist so etwas Herrliches und Tolles, habe ich nie von einem anderen Komponisten gesehen. Man sieht da also den ganzen Rhythmus und noch dazu eine Schönheit und eine Sinnlichkeit, die absolut einmalig ist. Seine Werke wurden natürlich vor allem für den Cembalo komponiert, also ein Werk, wie ich jetzt spiele. So etwas Ähnliches, muss nicht gerade da gewesen sein. Und es hat natürlich eine ganz andere Konstellation, einen ganz anderen Klang. Das heißt nicht, dass wir in diesen herrlichen Flügeln, die wir jetzt haben, versuchen müssen, nachzuahmen genauso ein Klang. Das wäre absurd. Doch muss es in unserem Bewusstsein bleiben, dass es für ein leichtes Instrument geschrieben wurde. Und darum würden wir nicht auf dem Flügel so etwas spielen, weil es wäre einfach nicht wahr. Man würde vielleicht nicht genau wissen, warum, aber man würde sagen, das klingt scheußlich. Nur, es ist ganz normal für mich, dass ich jetzt mit alle fünf Fingern spiele. Es war aber damals nicht so. Bach war scheinbar der Erste, der den Daumen benutzt hat. Früher hat man scheinbar so gespielt. Man kann es sich nicht vorstellen, aber es war scheinbar so. Und dass er den Daumen benutzte, musste eine ganz andere Position von der Hand, so dass der Daumen hier kommt, die einigermaßen rund ist. Wir können auf dem Flügel ungefähr diese Position kriegen, weil die Tasten viel größer sind als bei der Cembalo. Da müssen wir eine viel, viel rundere Position, weil die sind so winzig, sonst würden wir alle anderen Tasten auch spielen, ohne zu wollen. Nicht? Also, das ist eine Position für den Cembalo und das ist unsere Position jetzt ungefähr für den Klavier. Sogar die linke Hand, die weniger Noten hat am Anfang, würde nur man machen, also man würde sich total also unbequem fühlen. Dies ist ungemein wichtig für den Rhythmus. Und bei Bach ist Rhythmus also die eine der beiden Basis, würde ich sagen. Eine ist das Rhythmus, das andere sind die Affekte, also was er damit sagen wollte. Mir scheint also dieses Präludium ist ein tolles Beispiel für was Tänzerisches. Wenn man es nicht tänzerisch spielt, es klingt unheimlich langweilig. Zum Beispiel die linke Hand, wenn man es so ganz wie geschrieben, ohne irgendetwas macht, es würde so klingen. Wie schaffe ich also dieses Tänzerische? Wie immer muss ich ein bisschen swingen und ein bisschen einen Akzent hier. Und dieses Tänzer ist die pausenlos, wenn das ganze Präludium vorhanden ist. Nur
diesen Charakter von diesem Präludium aus dem Wurtemberger Klavier ist ähnlich mit der Fuge. Es sind kleine Stücke, oft sehr kurz, er hatte keine Zeit, die Affekte und die Befindlichkeit, sagen wir, zu verändern in einem so kleinen Stück. Die Fuge behält ein ähnliches Charakter, fängt ein bisschen, ja, sagen wir, vielleicht ein bisschen melancholischer und dann entwickelt sich wieder zur Fröhlichkeit. Nur, was ist mit der Fuge? Also man spricht immer vom Intellektuelles und also, das wäre also, was Mathematik wäre und immer diese Themen, die immer wieder kommen und Dux und Kommes und was weiß ich nicht alles. Das ist natürlich interessant für Leute, die sich direkt mit Musik beschäftigen. Nur meines Erachtens war Bach, und das haben wir auch bei seiner Art zu schreiben, ein unglaublich sinnlicher Mann und intuitiv und hat vor allem also tolle Affekte in seine Werke gebracht, also total verschiedene Charaktere. Zum Beispiel gegen diese Fröhlichkeit kann man sehen bei zum Beispiel Nummer 22, das ist eine total andere Welt, ist meines Erachtens ist das also ein ziemlich trauriges Stück. Die Fuge auch. Dann gehen wir zurück zu unserer und da sieht man, dass vor allem war für ihn wichtig, ein Charakterstück zu schaffen. Mit diesen Stimmen hat er sich amüsiert, was heißt Fuge, also Fuge heißt Flucht. Man kann es so auffassen, dass dieses Thema, ein Thema jagt den anderen zum Beispiel, oder dass es so ein für mich ein Spiel wie Fangen wäre, wobei das interessant ist, nicht immer zu verfolgen, nur der die andere verfolgt, sondern das ganze Spiel zu sehen, wie bewegen sich alle. Und in der Fuge ist also für mich genau dasselbe und nicht wichtig, immer das Thema rauszukriegen, trotz dass es in dieser Fuge, ich weiß nicht, vielleicht 15 Mal wieder vorkommt. Zum Beispiel man könnte das so spielen, wo man immer diese Themen rauskommen. Aber ich finde, das ist wirklich nicht Sinn der Sache. Ich finde, das wäre sehr langweilig und es würde den Charakter schaden. Also er entwickelt diese Fuge und es geht zu Ende, es wird immer fröhlicher. Ganz positiv, lebensbejahend und glücklich.
Musik.